Guten Tag, liebe Computergemeinde. Wir haben hier einen alten Computer uns mal organisiert und wollen heute mal unsere Wut allgemein an dieser Technik auslassen. Hier haben wir übrigens zwei Laufwerke, die so rein und raus fahren, wenn man die drückt. Ja, Felix, welche Taste richtet dich auf? Ja. Das war diese kleine... Wenn man einen Großbuchstaben schreibt, ja, muss man diese Taste hier ja. gleichzeitig mit dem zu schreibenden Großbuchstaben drücken. Das ist diese Taste hier, diese, ne? Die hier. Oh. Man konnte auch das diese, und die ist gar nicht mehr drin. Das war auch eine. War es nicht diese Taste, ja. die uns geärgert hatte? Oder diese die Tasten, die uns immer geärgert hatten? Ja, Vorsicht, du machst da was. Ja, ich löse sie nur. Okay. Diese Tastatur fand ich immer ganz gut mit den Zahlen. Mit ne? Zahlen genau. Die waren immer praktisch. Einmal 11 Euro und 20 zurück. Einmal 11 Euro und 20. Einmal. So. Und hier ist die Escape-Taste. Sehr wichtig. So, jetzt kommen wir doch nochmal zu den Laufwerken. Also man drückt drauf und uns ist aufgefallen, diese Verzögerung. Guck, man musste nur anstupsen, dann gehen sie auch rein. Aber diese Verzögerung, mit der dieses Laufwerk gefälligst rausgekommen hat. Also, es ist noch Strom drauf. Ja. Es ist noch Strom drauf. Also man drückt, aber es dauert einem zu lange. Ja, man sagt sich, nee, so nicht. Komm bitte raus und mach nicht so ein Theater hier. Kannst du auch vielleicht einen Zahn geschlecken? Ja. Vielleicht sollte man sie rein und jetzt nein, du bleibst doch. Oh, jetzt ist sie ganz lose. Vielleicht kann man es nochmal reparieren, weil so. Oh, jetzt knüttelt es auch. Ja, das untere Laufwerk ist jetzt. Mal, ich mit Hammer ja, mal, vielleicht. Viele drücken ja auch die CD zu doll rein. Die haben den hier so. Ja. Mensch, Vorsicht, der gute Computer. Und haben sie gesagt, ah nee. Diese CD, so ist sie jetzt hier drinne und jetzt kann er wieder einfahren und dann hat er natürlich gehakelt, weil man sich gesagt hat,